Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Mäuse. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Maxi und wir sind Danny und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf unserem Family-Kanal. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, mega. Sind ja ganz viele neue Zuschauer da. Wir haben ja in den letzten 3 Wochen hier auf diesem Kanal allein schon 500 neue Zuschauer gewonnen. Herzlich willkommen erstmal hier in dieser kleinen familiellen Community. Wir achten natürlich auch hier drauf, genauso wie auf meinem anderen Kanal, dass der Umgangston immer freundlich ist. Aber der ist hier immer freundlich. Deswegen fühlt euch frei, hier auch zu kommentieren. Das ist Maxi, mein Verlobter. Hallo. Den stelle ich jetzt mal so ganz förmlich hier nochmal vor. Und ich bin Danny, mich kennt ihr ja auch schon. Und herzlich willkommen natürlich auch an alle alteingesessenen Zuschauer, die hier uns schon seit über 4 Jahren verfolgen. Und wir werden euch jetzt in diesem Video ganz speziell erzählen, was so auf euch zukommt, Freunde. Deswegen, es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück auf diesem Kanal. Heute ist Freitag, es ist Wochenende und wir freuen uns, denn wir bekommen Besuch. Ja, das Wochenende ist wie die letzten 37 Wochenenden genauso unentspannt wie das kommende Wochenende. Aber dieses Mal gibt es natürlich einen Lichtblick am Ende des Tunnels und dieser hat rote Haare. Ja, hat rote Haare. Wir freuen uns sehr, die liebe Luisa kommt zu Besuch. Maxim und Luisa sind dann abends auf einem Event und dann, das ist dann der Tag das davor. Das ist Samstag. Ne? Ja, verrückt. Und Sonntag hole ich sie ab. Und dann drehen wir. Wir haben gerade schon geschrieben und ich habe ihr den Standort geschickt. Mhm. Und sie meinte, eine Stunde? Ja, wir wohnen ja nicht mehr in Berlin. Wir wohnen jetzt ja ein bisschen abseits. Hier ein bisschen ländlicher, da wo der Igel noch dem Fuchs gute Nacht sagt. Und Maxim hat letztens auch dem Igel gute Nacht gesagt, als er hier angefangen hat im Garten schon mal so ein bisschen den Winterschlaf zu stören. Wobei, da war wir ja haben kein Igel getroffen. Nein. Aber gestern hätte es mich nicht mehr gewundert, hätte ich einen Igel, ein Pferd, ein Einhorn oder einen Löwen gefunden. Ja. Die Geschichte will ich kurz erzählen. Ich war gestern unterwegs, recht spontan, wollte zu einem Hausarzt und habe die Adresse. Ich habe bei Apple Maps Hausarzt eingegeben und habe den Erstbesten angerufen. Kam auch durch und habe angerufen und gesagt, hey, ich würde gerne vorbeikommen, ich muss was mit Ihnen klären. Und sie, ja, komm so vorbei und bin dann natürlich auch zu der Adresse hingefahren, die dort vermerkt war. War ein Stückchen, war vielleicht so 15 Minuten von hier entfernt. Und dann parke ich da, bin in so eine ganz, ganz kleine Nebenstraße abgebogen und dann stehe ich mitten auf dem Feld. Ja. So, da war nichts außer ein Reiterhof. Dann habe ich nochmal angerufen. Ich so, hallo, ich glaube, ich bin falsch. Ah nein, sie sind zum anderen Dorf gefahren. Es gibt hier 2 in der Nähe. Dann dachte ich, oh. Ja, also das ist sehr, sehr interessant. Wir leben ja aktuell hier in einer Sturmböe. Wir haben seit Tagen hier Sturm auf unserem Berg, auf dem wir leben. Wir leben so ein bisschen ist ja auch egal, wo wir wohnen. Auf jeden Fall ist hier eine Menge und Maxim hat jetzt auch schon Rasensamen bestellt und die Vorarbeit im Garten geht so langsam los. Ich meine, es gab Jahre, da war im Februar es schon im Sommer gefühlt. Mhm. Jetzt ist es wieder etwas kühler geworden, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir spätestens zu meinem Geburtstag im März hier richtig loslegen können, oder? Allerspätestens, Tatsache. Also ich habe ja die letzten, vor einer Woche ungefähr, habe ich draußen sehr, sehr viel gemacht. Da war es auch noch sehr, sehr warm. Jetzt kommt aber gerade noch mal so ein Winter- und Ekeleinbruch, wo es super, super kalt wird und wo man natürlich nichts machen kann. Jetzt ist natürlich auch gut, ich habe viele Flächen freigemacht, sodass die schön durchfeuchtet werden können. Und dann geht es, sobald die Sonne wieder da ist, weiter mit weiter aufräumen, Abtransport, Aufschütten der neuen Erde. Und ich habe Tatsache auch bestimmt 300 Steine von A nach B geschleppt schon. Und die Rasensamen, hast du gesagt, sind auch schon da, ja. Mhm. Die dürfen aber noch nicht gesät werden. Richtig. Erst bei einer bestimmten Temperatur. Die haben wir noch nicht. Und sobald das erreicht ist, wird alles voll geschüttet mit Rasensamen. Ein spannender Fun-Fact. Ich habe das ja schon mal hier erzählt mit Maxim. Unser Haus war ja mal vor 30 Jahren eine Champignon-Farm. Und zwischenzeitlich muss hier auch irgendwie eine Gärtnerei gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir hier auf unserem Grundstück extrem viele Natursteine. Also nicht nur 1 oder 2, nein, es sind wirklich
tausende große, teure Natursteine. Wenn wir irgendwann mal kein Geld mehr haben, müssen wir nicht das Haus verkaufen. Wir müssen erstmal unsere Natursteine verkaufen, weil Natursteine sind ja wirklich was wert. Und die haben halt damit wirklich zum Teil die Grundstücksmarkierungen gebaut. Die haben damit Begrenzungen gebaut. Die haben damit Anhöhen gebaut. Die haben sie einfach verbuddelt. Sie haben Steine gestapelt. Ich weiß nicht, was man mit so vielen Steinen hier gemacht hat. Es ist wirklich ein Friedhof der Steine. Also ich finde, Steine wird dem nicht gerecht. Es sind schon fast Findlinge. Das ist also bei so Felsbrocken. Es sind auch einige Felsbrocken mit dabei. Ja. Und ich habe auch einige schon bewegt. Danach hatte ich aber gefühlt einen Hexenschuss. Ja, wir haben, also es gibt auch große Steine hier auf unserem Grundstück, aber so sagen wir mal, so faustgroß ist so ziemlich normal. Mhm. Habt ihr auch schon einzelnen Gartenaufnahmen gesehen, wie wir über diese Steintreppen gelaufen sind. Aber das ist wirklich nichts, worüber wir uns beschweren. Steine kann man immer gebrauchen und wir haben eher Angst, dass mal irgendjemand hier vorbeikommt und uns Steine klaut. Wobei, wie will man das machen? Das war so ein Gedankengang, den wir haben. Und die brauchen wir aber auch, denn Maxim nimmt die Steine und macht neue Markierungen für die entsprechenden Beete. Ja, ich habe tatsächlich, also wir haben ja, habt ihr ja schon mal gesehen, in der Gartentour, bald kommt die neue, haben wir verschiedene Ebenen und einige sind mit Steinen umrandet gewesen. Hm. Und mich hat das oberste Feld gestört, weil es war das die Fläche, die wir mit Rasen bepflanzen wollen, und da drumherum ging ein Weg. Die Fläche hat aber so einen komischen Knick gemacht und da habe ich alles ausgebuddelt und einen neuen Weg gepflastert, damit wir den dann neu pflastern können und dann dazwischen Rasen machen können. Alle Wege führen zu Maxim und Danny hier, zumindest auf dem Grundstück. Ja. Dann halten wir natürlich noch sehr viel Platz. Sie wollen ja wirklich die eine Terrasse, die wir hier haben, mit Lavendel bestücken, damit wir so ein bisschen Ruhe haben vor Mücken und Wespen. Aber wir wollen auch für die Bienen ein kleines Zuhause schaffen, denn die mögen nämlich Lavendel. Das ist ziemlich lustig, weil das konträr zu den Wespen steht. Ja. Aber so ist das. Wir haben das alles recherchiert und wir werden hier wirklich uns eine schöne Lavendel-Terrasse aufbauen. Vielleicht verkaufen wir dann auch bald unseren eigenen Lavendeltee. Wer weiß das schon? Oder tolles Lavendel-Badesalz. Da brauchen wir aber die Inhaltsstoffe. Das können wir machen, kein Müssen Problem. Wir Inhaltsstoffe oder machen. Kleine Lavendelsäckchen. Gegen Motten sind die auch, ne? Ja, oder einfach zum Einschlafen. Kann man davon gut schlafen? Ja, also ich muss davon würgen, aber... Wie wollen wir denn auf der Matratze arbeiten, wenn ich da ständig einschlafe? Wir sind ja dann völlig unter... Nein, das ist ja was anderes. Das ist ja frischer Lavendel. Aber getrockneter Lavendel in so einem kleinen Säckchen unterm Kopfkissen sorgt dafür, dass man wohl besser schlafen kann. Gibt's auch von Fibres. Ja, schützt aber nicht vor Schwangerschaft, auch wenn man sagt, dass lila die Farbe das täte. Freunde, viel los, was wir mit Lavendel vorhaben. Ich arbeite gerade an der Zulassung für ökologischen Lavendelanbau, damit wir euch eine komplette Lavendelkollektion hier im Shop erarbeiten können. Nein, das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Aber wenn ihr euch etwas Schönes aus dem Shop erarbeiten wollt, schaut mal gerne im Petitierverlag vorbei. Da gibt es ja immer noch unsere Rezeptbücher und vielleicht sind die ja perfekt und passend für das Osterfest, welches bei euch auch vor der Tür steht. Wir würden uns ja sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir sehen uns nämlich hier schon bald wieder, nämlich am Sonntag. Und da wird es nämlich richtig spannend. Wir verraten noch nicht allzu viel, aber es lohnt sich, hier dran zu bleiben, unseren kleinen Beziehungskanal zu abonnieren und schreibt mal gerne in die Kommentare lustige Kanalnamen für diesen Kanal, weil den könnten wir jetzt eigentlich nach so vielen Jahren umbenennen. Es ist ja quasi der Kanal von Maxim und mir. Dann müsst ihr mal schreiben, was ihr für Ideen habt. Das ist übrigens die Kaffeemaschine, die so brummt, nicht der Bär draußen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr für ein Gemeinschaftsnamen gut findet, was passen würde. Und dann besprechen wir beiden das, inwieweit das hier zu uns passt. Gute Idee, bin ich sehr gespannt. Ihr süßen Mäuse, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Ja. Ihr merkt, dass wir haben noch einiges heute zu tun. Das Der stimmt. Tag ist noch jung, das Video kommt aber gleich für euch. Ja, heute. Und wir sehen uns dann schon ganz bald wieder. Wir wünschen euch ein zauberhaftes Wochenende. Ja, abonniert unbedingt den Kanal und lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Das vergessen nämlich die ein oder anderen Mäuse immer wieder. Genau, macht das. Wir sagen jetzt tschüss, wünschen euch ein schönes Wochenende und bis Sonntag. Tschüss.